Ja, guck, jetzt zieht sich da oben so langsam zu. Ja. Haben wir genau richtig gemacht. Ist hinten schon hier Hochvogel und sowas schon im Nebel drin? Ja. Also, du hast jetzt hier vorne die hintere Wildenalbe. Genau. Und direkt so von hier aus gesehen zwei Zentimeter links dahinter, ja, ist die Fluchtalpe. Okay. Da geht dann auch der rechts der Weg hoch. Ja, genau. Dann hoffen wir, dass das Wetter noch ein paar Minuten hält. Bis wir unten sind. Ja. Ja, ein bisschen wird halten. Abend war es heikler. Also erst um 7 weggelaufen. Bin. Um 9 waren wir oben, ne? Kurz nach 10 nach 9. Ach, so spät erst. Und da hat es schon gewittert. Da hat's schon, ja, da hat schon ein bisschen rumgetan, ne? Gekracht, das hat sich dann erst noch. Das war schon da hinten drin, dann kam es wieder rüber. Okay. Ja, ja. Und wo wir drinnen saßen, hat es dann noch. Froh, dass es genau gepasst hat. Ja, mal abwarten. Schöne Terror-Tour. Was ein Abstieg. Guck dir das mal an, ey. Wo geht denn der Weg da weiter? Alter, das ist ja voll krank. Ja, ist cool. Da bin ich mit meinem Vater schon mal gegangen. Ja. Vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Ja gut, das ist aber genau der gelungene Abschied. Ja, das Revival, ne? Ich will mal nicht wissen, wo der Stein von vorne, den die oben losgetreten haben, aufgeschlagen ist. Jo. Ja, der wird seinen Weg bis runter zur Fluchtalpe gefunden haben. Gut, der Boden kann auch nachgeben, das ist auch noch was. Die Seile gab es damals noch nicht. Aber auf jeden Fall machen wir hier viele Höhenmeter in kürzester Zeit. Ja, da kommen die beiden. Da ist schon die erste kleine Alm. Der Sattel hier. Dann geht es so einen wunderbaren schönen Steig mit komplett neuen Sicherungen, die an manchen Stellen schon vollkommen ausgerissen sind. Geht es hier runter zur hinteren Wildenalpe. Die Fluchtalpe können wir leider nicht mehr sehen. Also bis da vorne hin sind es 45 Minuten und dann nochmal 45 Minuten bis zur Fluchtalpe. Und dann schätze ich mal gut noch, naja, eine Stunde bis zur Bushaltestelle wird es auf jeden Fall noch gehen. Da oben waren wir. Dritte Schafalbenkopf, zweite Schafalbenkopf, Elendenviecher hier. Ja, schöne Sicherung, ne? Ja, super. Ja. Hält gut, ne? Hält. Ordentlich rumgebogen. Nicht mehr. Ja, ich sag ja, das ist krass, ne? Total bröselig. Die sehen so neu aus, die Seile. Ja, das ist ja bestimmt von einem Winter oder so. Ja. Verformt sich hier alles. Ja. Ey, krass. Was, wie das aussieht, ey. Müssen die das dieses Jahr erst gemacht haben. Ja, guck mal hier. Ja. Das ist doch nagelneu. Total neu. So ein Überbleibsel einer Treppe. Ja, pass auf, da unten ist der Weg, ey. Wir mussten da unten hinlegen. Muss von unten rausziehen. Stimmt, der könnte tückisch sein. Der könnte gut in meinen Garten passen. Willst du mitnehmen? Na, hör mal auf, ey. So sieht's hier rundherum aus. Schmelzbach. Wetter wird gerade so ein bisschen ungemütlicher irgendwie. Ja. Mal durchstarten wäre schon doof irgendwie. Ich habe jetzt schon so dieses goldgelbe Radlermass vor Augen. Das heißt, wir müssen wählen: Radlermass und Regen oder durchstarten, aber dafür kein Radlermass. Dafür vielleicht trotzdem Regen. Und trotzdem Regen, genau. Das ist doch scheiße. Und mit dem Radlermass oder zwei. Ja. Kann man den Regen auch viel besser ertragen. So, das ist die erste unbewirtschaftete Hütte. Da unten ist unsere Fluchtalpe. Ja. Und da kommt unser Wetter. Terror. Es geht weiter.
Camp muss gleich weg. Deswegen hier nochmal die letzten Aufnahmen von unserem Abstieg. Es regnet. Die Fluchtalpe ist 200 Höhenmeter da unten. Vielleicht ja, 20 Minuten höchstens. Ja, genial. So, langsam wird es ja echt ekelhaft. Wind gedonnert hat es eben auch schon. Und hinten die Spitzen sehen auch schon ganz, ganz düster aus. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde bis zur Fluchtalpe. So, unser Schützen des Casa, ja. Möchten wir es mal nennen. Da unten ist er. Ja. Können wir bloß Daumen drücken, dass es noch hält. Jetzt bis dahin. Und der kleine Schauer da hinten noch zu uns kommt. Ehe wir an der Hütte sind. Tu, dann sind wir nass. Aber sowas von. So Leute, die Fluchtalpe ist vor uns. Das Gewitter kommt näher. Hoffentlich haben die vor uns noch was zu trinken. Gerade hätte uns noch einer mit runtergenommen. Aber wir haben uns jetzt schon so drauf gefreut hier. Und jetzt gibt's nichts. Pass auf. Krumbacher Hinweg? Nein, das sind Hände von der Pfanzel am Rieber. Achso, darum. Okay. Oh, super. Ja, auch schön. Ja, das ist auch gestern hat er Rieber gemacht, dieser hat er einen Tag von unten, Luft über Rieber runter. Ja. Und dann noch heimfahren. Ja, sicher. Okay, ja, klar. Das war eine Weg. Nee, das ist ja. So, wir haben es gerade noch hier reingeschafft. Gerade so. Also irgendjemand hat uns da irgendwie nicht wieder rumgedrückt, dass wir es noch bisher schaffen konnten. Aber sowas spannender, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja.